Da sind wir wieder zurück beim Garden Flipper. Neuen DLC vom Haus Flipper. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir fummeln uns hier noch so ein bisschen durch und probieren alles mal ein bisschen aus. Ich sollte hier 10 Pflanzen pflanzen. 9 Stück haben wir schon. Jetzt machen wir eben nochmal die letzte fertig. Machen wir eben das Loch tief genug graben und dann rein damit. Buddeln. Und das Schönste habe ich mir selbstverständlich aufgehoben. Ganz schlau. Voll am Eskalieren. So, Hammer. Die Pflanze wurde gepflanzt. Okay, das Stückchen hier haben wir erledigt. Den Weingarten haben wir angelegt. So, jetzt wird es ein bisschen schwieriger. In dem Stück soll ich zweimal mittlerer Kirschbaum pflanzen. Wo machen wir denn das mal? Könnte ich ja auch hier hinten machen, ne? Ich muss auch noch Unkraut zupfen, wie verrückt. Ach, die kann ich auch wegtrimmen, ne? Trimme ich dann auch die Pflanzen weg? Cool. Oh ja. Das ist, das ist kein Unkraut. Da kann ich auch alles, ja, das mache ich sogar per Hand, sonst habe ich hier gleich alles zerlegt. Aufheben. Rasenmähen muss ich auch noch, wie verrückt. Alter, ist das ein Grundstück. Dass du da mal alles abgesucht hast. Ist hier noch Unkraut? Nee, hier schon mal nicht. Gucken wir nochmal hier drüben. Aber hier dürfte ja eigentlich auch nichts weiter sein. Hier war noch was. Ach, das wird mir nicht angezeigt. Das ist ja bitter. Laufe ich aber noch eine Weile hier rum und suche den das Zeug, um es hier rauszurupfen. Machen wir erstmal nochmal hier mit dem Rasenklarschiff. Ah. Schöne, gemütliche Gärtnerrunde. Das Rasenmähen, ja, naja. Ja, auf der Minikarte geht es, aber... Hier ist auch noch was. So, hier ist noch eine ganze Ecke. Ging aber alles noch weg. Rasenmähen ist okay. Nicht gut. Entferne Unkräuter. Zählt denn... Können hier auch noch welche zwischen sein? Ah. Okay, das zählt auch noch dazu, das Stück hier. Quasi ein großer Bereich. Ist da bestimmt hier hinten noch was? 91%, so ein Mist. Ah, sehr gut. Machen wir alles weg. Neuer Fertigkeitenpunkt, sehr gerne. Alles, was uns die Arbeit erleichtert. Mehr als gern gesehen. Ich muss unbedingt das Unkraut sehen können. Das nervt mich, wenn ich das so suchen muss. Eignen wir uns das mal an. Wo hier soll ich? Zweimal. Hm.
Oh, Junge, sieht's ja aus. Zweimal Kornelkirsche. Hier sind noch mehr Unkräuter. Achso, jetzt sehe ich's ja. Guck doch mal auf die Minikarte. Wozu hast du es denn gelernt? Mich noch ein bisschen an die Gärtnerei gewöhnen. Hier. Okay. Mitten in dem anderen Busch drin. Ehrlich mal. Was ist denn hier? Das Unkraut, das finde ich jetzt aber nett. Hier ist es. Ja. Sehr gut. Jo, haben wir. So, dann pflanzen wir mal. Wo ist ihm anscheinend die Kaja? Die haue ich einfach hier zwischen. Was war das? Kornelkirsche. Alles klar, auf in den Shop. Pflanzen. Das ist eine Nutzpflanze. Kornelkirsche, 1638. Wow, hui, das ein Riesenteil. Hier wird's gehen. Genau, ich hier eine in die Ecke. Habe ich mal wieder ein Loch gebuddelt und rein in den Baum. Weiß gar nicht. Muss ich gleich noch einen zweiten Mann rufen, der hier mal mit anfasst bei dem Teil. Das geht. Einmal kriege ich das hin. Ein kräftiger Gärtner. So. Okay, das hat schon mal hingehauen. Das sieht doch schön aus hier in der Ecke. Und jetzt, weil ich ihn nicht leiden kann, würde ich fast sagen, ich knelle mir noch eins vor der Terrasse, dass er auch ja kein Sonnenlicht da mehr abkriegt. Er mag es ja hoffentlich gern schattig. So. Das sieht doch gut aus. Können wir auch Bäume pflanzen. So. Dreimal Zierquitten. Gut, auf dem kleinen Stück hier. Meine Güte, dann mache ich die hier hinten mit hin. Zierquitten. Inni. Ja, Zierquitten. Das ist so hübsch. So. Ja, der nächste Punkt der Fähigkeiten, der könnte auch mal in schneller Pflanzen gehen, so viel wie man hier buddelt. Achso, ist tief genug, Entschuldigung. Wer denn jetzt hingestellt? So. Einmal. Gleich daneben nochmal. Ich freue mich ja schon auf unseren eigenen Garten, Maxterhaus, wo wir dann Gelerntes auch mal vernünftig anwenden können. So, einmal noch. Und nicht hier nur irgendwie für die Kohle, ne, alles ein bisschen hier hingebrutzelt. Egal wie es aussieht. Also ganz egal, jetzt auch nicht. Aber erstmal lernen, wie es alles hier funktioniert. Ah, jetzt haben wir es aber.
So, haben wir auch fertig. Und jetzt in die Ecke müssen dann noch die... Hä? Was? Zu wenig gegossen? Kommt ja auch nicht oft vor. Ja, gut. Ist zwar ganz schön eng hier, aber Hannisbeere, ne? Was wie Spezies. So. Cool, dann machen wir einmal zweimal schwarze. Mitten in den Weg, oder was? Und in der Mitte nochmal eine rote. Da sind wir mal nicht so, ne? Machen wir auch ein bisschen was für die Optik. Schneller schaufeln. Habe ich nicht bald für eine Fähigkeit genug gepflanzt schon? So, ob ich hier überhaupt drei hinkriege. Schmeiße mir hier mal eine rote dazwischen. Bisschen dicht da dran, dass ich da auch noch eine dritte hinbekomme. Dann hätten wir hier hinten rum schon mal fertig den Bereich. Haben wir schon zwei erfüllt. Zwei Bereiche. Läuft ja. Hier sind jetzt irgendwie gar, doch, hier sind auch, naja, dunklere Früchte dran. Und hier die roten kann man gut sehen. Sieht gar nicht schlecht aus. Können wir vielleicht auch mal beim Hucksterhaus dran machen. Gut, dann nehme ich von jedem eine, damit ich sehe, wie es aussieht. Nein! Ganze Garten im Arsch. Was kann ich mehr hin hier? Hier war doch eben das Grün. Ja, hier vorne. Ja, komm. So, und die letzte. Einer mit. Gut, Johannisbeersträucher. Haken dran. Der Fortschritt, der ist auch bald so weit, dass wir die Aufgabe schon mal vorzeitig beenden könnten. Aber wir sollen hier noch komplette Obstplantage anlegen. Zieh mal die Bäume mal einmal hier runter am Zaun lang. Nee, das ist ja auch eine Nutzpflanze. Champignon. Kleiner Birnbaum habe ich. Nee, ach wie. Ist auch noch klein, mittel und groß. Toll. Haben wir schon wieder geschlafen. Alles mittel. Okay. Das hätte man sich hier vorher auch mal merken können. Alles mittel. Baum. Und geschaufelt. Gott, bin ich froh, wenn das mal schneller geht. Wie gesagt, das bringt schon so einiges. Dann kannst du gleich gucken. Was gefällt dir für dein eigenes Haus? Wachsen oder ob das so kleine Teile bleiben. Oh, da muss man viel Abstand lassen hier. Sind hier jetzt nicht so geil. Ich gar nicht alle Bäume hier hin an die Seite.
hier zwei Pflaumenbäume machen, in der Mitte dann die Birne. Ah, doch, könnte passen. Schon mal jetzt. Baume, Birne, Kirsche, ne? Bitte. Mittlerer Kirschbaum, jawohl. Und ich wollte Birne machen. Oh, eben habe ich es noch gesagt. Falsche Taste jetzt auch noch. So. Birnbaum, Mittel. Der ist wieder größer, oder was? Scheinbar. Gucken, wie er aussieht, wenn er drin steht. So. Das sieht wohl ein Stückchen größer aus. Nee, das täuscht. Und zweimal Kirsch noch. Dann haben wir es mit dem Burschen. Und sollte jemand mal irgendwie noch einen interessanten Vorschlag haben, wie wir unser Hucksterhaus gestalten können, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Gucken wir mal, ob es passt. Und wie sich das umsetzen lässt. Dann machen wir das mal. Kloppen wir die eine oder andere Wand noch mal extra raus. Oder was auch immer. Okay, dann muss ich es weit wegsetzen. Und dann kommen wir ganz gut hin mit den Bäumen. Jetzt will ich natürlich erstmal hier bei dem Garden-DLC ein bisschen mehr machen. Hier und da schiebe ich es vielleicht mal dazwischen, dass wir ein bisschen was schon mal im Hucksterhaus machen. Durchgewischt hatte ich ja in der letzten Folge schon. Also das haben wir auf jeden Fall schon mal hinter uns. Hey, hier sind nur Unkräuter. Und das denn jetzt wieder sein? Da. Schnell. Sehe sie nicht. Hol gleich den Trimmer. Die eben schon wieder gewachsen, oder was? Der Auftrag ist zu 100% beendet. Seht euch an. Birne ist cool, ne? Die Früchte größer sind. Kirsche. Ich habe eine Taschenlampe. Gab es die immer schon? Ich habe die bloß nie, kann sein. Oder ist sie neu? Taschenlampe, Gartenschlauch. Glücklich und zufrieden ist er, der Floki. Der Birne sieht man die Früchte am besten, ne? Bei Zwetschge und Kirsche sind die ein bisschen klein. Hm, schauen wir mal. Erstmal kassieren wir die Kohle ab. 1754. Haben wir eingetütet. Moment mal. Warum kann ich jetzt hier eigentlich... Ach, das müsste ich streichen, ne? Weil reinigen kann ich hier nicht. Das Garagentor, komischerweise. Ich hab's nicht gesehen. Zwei neue Mails, gleich zwei Aufträge. Den Garten zur Ordnung bringen. Jetzt wird's wieder witzig, wenn wir hier die Beschreibung durchlesen. Mit der... Dreiviertelübersetzung. Bella Rose. Ich brauche nur eine Gartenlaube zum Glück. Gartenlaube, cool. Gehen wir mal erstmal bei Sandra vorbei. Den Garten zur Ordnung bringen. Hallo einmal. Leider hat sich meine Geschäftsreise erheblich ausgedehnt und ich werde zu Hause am Ende dieser Woche sein.
Zu Hause möchte ich einfach nur entspannen und denke, es kann mich unglaublich nervös machen, wenn der Garten in Chaos wird. Habe ich es nicht gesagt? Bitte bringe es zur Ordnung und mähe den Rasen. Grüße, Sandra Ziegler. Schwingen wir mal ein Auge drauf. Mähe den Rasen. Alles klar. Keine Unkräuter. Unkraut. Oh, hier voll die Brennnessel. Hol ich aber lieber mal den Trimmer raus hier. Nicht, dass ich mir hier noch mal verbrenne hier. Ich muss sowieso hier den kompletten Rasen mähen. Bist du verrückt? Aber da gehen doch die Unkräuter auch gleich mit weg hier, ne? Das Unkraut, dieses Spiel, das, das macht mich fertig. Oh ja, da drehen wir immer die große Runde. Ruckzuck haben wir das Ding hier abgemäht. Können wir aber mal gar nichts. Dürft ihr auch das Unkraut alles weg sein? Wenn man da manchmal ein bisschen intensiver drauf rumhäckseln muss. Das verschwindet. Kann auch sein, dass es händisch dann schneller geht. Oh. Sehr gut. Oh. Neuer Fertigkeitenpunkt. 10 gemäht Rasen. Okay. Schnelleres Pflanzen wollte ich nehmen, ne? Oder eine bessere Schaufel. Schneller graben. Komm schon. Zwar nicht ganz das, was ich wollte, aber ich glaube, das mit dem Unkraut, das geht per Hand fast besser. Bin mir da noch unsicher. Musst du so genau drauf rumzippeln. Oder eine Kante stehen lassen. Nicht so gut. Ja, ja, wir gehen erstmal durch und mähen und das Unkraut, was dann noch steht. Das nehmen wir dann per Hand weg. Bin ich eben sogar irgendwo dran hängen geblieben? Hier in dem Unkraut oder was? Och, wie hier überall wieder noch Fitze stehen. Nee, ich muss die alle wegmachen. Wo ich einen Traktor aus der Garage. Hier wird gemäht. So, Mann und Meter, da wird einem ja ganz anders hier bei der ganzen Mäherei. Steht hier noch was? Achso, das ist das Unkraut. Hier hinter dem Busch ist noch was. So, das haben wir. So, dann würde ich auch sagen, wir klinken uns mal so langsam aus für diese Folge. Dann würde ich den Rest mir fürs nächste Mal aufheben. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Und seid beim nächsten Mal Hausflipper auch wieder mit dabei. Und sollte es euch gefallen haben, dann lasst mir einen Daumen da. Macht's gut. Bis denne. Ciao, ciao.